Herzlich willkommen zurück zu Let's Play DTM Race Driver. Ich befinde mich mal wieder in einer neuen Aufnahmesession und wir machen heute weiter mit der vorerst letzten Meisterschaft, so wie ich das gesehen habe. Genau, European Tour, das war die Meisterschaft, die wir zuletzt erledigt haben. So, wir schauen mal auf den Spielstand. Wir sehen, Tatsache, die European Tour mit 27 Punkten, unser schlechtestes Ergebnis bisher in der Power Racing Gruppe. Als nächstes geht es dann weiter mit den American All-Stars auf diesen Strecken hier. Und ich glaube, wir hatten schon alle Duelle bereits soweit erledigt, ne? Nur nochmal kurz nachschauen. Ja, hatten wir. Nicht, dass ich hier noch wieder was vergesse. So, E-Mail. Also, wir haben keine Eintagesveranstaltung. Private E-Mails haben wir übrigens bisher auch noch nie erhalten. Mal schauen, ob wir da oder wann wir da mal unsere erste bekommen. Also, die American All-Stars. Hallo Ryan, ich habe Ihre Entwicklung verfolgt und bin der Meinung, dass Sie sich gut als Fahrer für die American All-Stars-Serie eignen würden. Ihr Fahrstil würde gut zum 780 bps starken Chevrolet Monte Carlo mit RWD passen. Um Ihnen die Entscheidung, nächstes Jahr für uns zu fahren, zu erleichtern, biete ich Ihnen einen Bonus in Höhe von 200.000 US-Dollar, wenn Sie unter die ersten drei der Meisterschaft fahren. Gruß, Hal Kennedy, AAS. Das nehmen wir doch auf jeden Fall an. Berlin Science and Graphics. Ja, also aus der Hauptstadt hier das Team am Start. Finde ich auch cool. So, Wageneinstellung. Das ist ein schneller Rundkurs. Vergiss die Bodenhaftung. Hier zählt nur die Geschwindigkeit. Wir stellen die Federung weich ein, damit du den Wagen gut durch die Kurven steuern kannst. Vergiss die Bodenhaftung. Ja, also heißt Slicks. Ich sag jetzt einfach, dass es Slicks heißt. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber ich bestimme das jetzt einfach. Ich sag jetzt einfach, dass es okay. So, und Federung weich, ne, hat er gesagt. Ups, ja, machen wir das doch. Sollen wir das Weicheste nehmen? Ja, warum nicht? Wenn er das sagt, dann machen wir das. Ende. Achso, wir können nochmal hier schauen. Die erste Strecke ist Charlotte, wie auch immer. 2,4 Kilometer, 32 Sekunden, 02 ist die schnellste Runde. Wir fahren bei Sonne. Und wir brauchen, wie ihr seht, immer noch 48 Punkte, um zur nächsten Gruppe zugelassen zu werden. Tja, das heißt, wir müssten jetzt hier 5-mal Erster werden. Dann hätten wir es, theoretisch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering, dass das passieren wird. Also, wobei wir natürlich jetzt auch Glück haben könnten, aber naja, das ist jetzt nicht unbedingt das, wovon man ausgehen sollte. Unsere Karre... Okay. Die Strecke ist ziemlich eng. Ja, ich kann leider nicht wirklich beeinflussen, wann die Leute vor mir da bremsen und wann nicht. Also ich würde jetzt hier nicht unbedingt... Was? Habt ihr das gesehen? Ist er einfach durch mich durchgefahren? Wie geht das denn? Okay, also das war jetzt nicht so das Beste. Ich wollte da an den ganzen Leuten mal schnell vorbei. 10 Runden fahren wir, Leute. Seht ihr das? Du meine Güte. Boah, der Wagen lenkt echt schlecht. Okay, also dann hätte ich mich vielleicht... Vielleicht hätte ich erstmal eine Testfahrt machen sollen. Das wäre vielleicht nicht so eine schlechte Idee gewesen. Boah, bitte Wagen. Ich lenke echt voll ein, ne? Aber der Wagen sieht das dann da nicht ganz so eng. Boah, ey, komm schon. Und dann bleibt er fast stehen. Ja. Verdammter Idiot. Ah, okay. Naja. Wir sind jetzt 12. Also da kriegen wir schon mal keinen Punkt für. Okay, unser Wagen will jetzt auch einfach gar nicht mehr anscheinend.
Tja, das hätte ich mal anders angehen sollen. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ja, okay, wenn ich jetzt hier auch noch abgedrängt werde von den Leuten, dann kann ich natürlich echt nichts dafür. So, 14. inzwischen. Ich glaube, Leute, wir brechen das Ganze ab. Am besten wollen wir einfach die ganze Meisterschaft gleich nochmal neu machen, wenn wir jetzt eh gerade erst beim ersten Rennen sind. Oder was heißt das? Also, wir haben natürlich jetzt aufgegeben. Ja, Donny hat natürlich gewonnen, Donny McCain. Wer auch sonst. So, wir können speichern, ja. Oh, jetzt haben wir das nicht mehr zur Verfügung. Ach. Das ist... hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir können es jetzt nicht nochmal spielen. Okay. Tja. Weg. Ist jetzt ein für alle Mal verschwunden. Offenbar. Okay. Das ist gut zu wissen, Spiel. Danke, dass du mir das sagst. Heißt, wir müssen jetzt eine nochmal spielen von denen, die wir hier zur Verfügung haben. DTM, V8 Supercars oder Eurotour. Das ist natürlich jetzt echt nicht so das Wahre. Ja, da würde ich natürlich dann, wenn dann die Eurotour neu machen, denn da haben wir am wenigsten Punkte bisher gesammelt. Also das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich. Aber es macht dann ja auch gar keinen Sinn, dann kann ich hier eigentlich auch offscreen nochmal machen, weil die kennen wir ja schon. Guten Tag. Letzte Saison belegte DDM den 3. Platz in der Eurotour-Serie, aber mit ihrer Hilfe können wir uns hoffentlich verbessern. Da wir etliche Aufwertungen an unserem 385 bps starken Chevrolet Corvette Z06 mit RWD vorgenommen haben, glauben wir, dass wir mit ihrer Hilfe die Meisterschaft gewinnen können. Viel Glück, Craig Bradshaw. Naja, es ist halt wirklich jetzt nochmal genau das gleiche, was wir schon in der letzten Folge, oder weiß nicht, war es in der letzten Folge? Ich glaub schon. Oder in der vorletzten vielleicht. Ja, was wir da halt gemacht haben, deswegen brauche ich das eigentlich echt nicht nochmal zu zeigen, ne? Also ich würde vielleicht euch die Ergebnisse jeweils zeigen für jedes Rennen, aber das Rennen an sich ist eigentlich unnötig, denn das haben wir ja schon gesehen. In diesem Oval gibt es leichte Steilkurven und lange Geraden. Ich denke, du solltest mit mittlerem Anpressdruck fahren. Ja, bitte. Okay. Okay, Leute, dann machen wir das so. Dann mache ich das jetzt offscreen. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt dadurch nicht die andere Meisterschaft noch sehen. Ich hoffe, die können wir trotzdem irgendwie noch nachspielen. Also ich hoffe, die wird uns dann nochmal zur Verfügung gestellt. Auch die eine Meisterschaft bei der ersten Gruppe, die wir auch nicht gespielt haben. Ich hoffe auch, dass wir die nochmal spielen können. Die hatten wir ja gar nicht gebraucht, weil wir schon vorher genug Punkte hatten. Aber auf jeden Fall, ich mache das jetzt hier erstmal offscreen und teile euch dann immer die Ergebnisse jedes Rennens mit, was ich hier abschließe. Ja, und hoffentlich kriegen wir dadurch ein paar mehr Punkte, als wir vorher hatten. Ich kann nur das Beste hoffen. Also dann, bis gleich. Ich will, dass du siegst, Ryan. Ich enttäusche dich nicht, Joe. Du enttäuschst mich jeden Tag. Aber was soll's? Gewinn einfach ein paar Rennen, okay? So, Leute, ich bin jetzt gerade in der letzten Runde vom ersten Rennen. Wie ihr seht, bin ich Erster. Und ja, anscheinend habe ich es vor Donny McCain ins Ziel geschafft, Leute. Ja, somit gibt's saftige... Ah ne, es war Evan Hamilton, okay. Na gut. Moment. Donny McCain ist in unserem Team. Ach.
Jetzt auf einmal ist er doch wieder in unserem Team. Vor allem, ach so, weil wir jetzt auch im DDM-Team sind. Stimmt, vorher war er auch im DDM-Team. Also wir sind jetzt in seinem Team quasi. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir haben 10 Punkte bekommen. Sehr schön. Also so habe ich mir das vorgestellt. Und als nächstes geht es weiter mit dem A1-Ring. 4,3 Kilometer. Ja, und so weiter. Wageneinstellung. Die drei langen Geraden auf dem A1-Ring sind ziemlich schnell. Auf dem Rest der Strecke ist allerdings vor allem Grip gefragt. Ich schlage vor, dass wir die Bodenhaftung des Autos optimieren. Okay. Gut, dann mache ich jetzt auch wieder dieses Rennen offscreen und präsentiere euch dann gleich die Ergebnisse. Also bis gleich. So Leute, und auch das zweite Rennen haben wir gewonnen. Danke. Ja, auch wieder 10 Punkte gibt's hier. Sean Staunton war hinter mir von Redwood Racing. Die ganze Zeit nur 0,4 Sekunden ungefähr. Ja, er hat oft versucht, mich zu überholen, aber er hat es nicht geschafft. Und ja, somit haben wir jetzt schon 20 Punkte gesammelt. Also echt eine Menge für die ersten beiden Rennen. Ich glaube, damit kann man sehr zufrieden sein. So, Rockingham Road kommt als nächstes. Wageneinstellung. Auf dem engen Infield dieses Kurses brauchst du einen möglichst hohen Anpressdruck. Anpressdruck. Ja. Ups, habe ich es überhaupt genommen? Okay. Ja, und dann spiele ich jetzt auch wieder diese Strecke und zeige euch gleich die Ergebnisse. Also bis gleich. So Leute, beim dritten Rennen bin ich jetzt auf der Zielgeraden. Und wie ihr seht, bin ich Erster. Das heißt, das ist ein weiterer Sieg für uns. Ja, vielen Dank. Wir haben es geschafft. 30 Punkte. Mein Held, Ryan McCain. Halt's Maul, Bruderherz, oder ich bring dich wieder zurück. Ha, zum Glück warst du da und hast mich gerettet. Ist doch mal was anderes, dass du mich rettest. Tja, dann nimm dir mal ein Beispiel. Nach Dads Tod bist du einfach verschwunden. Das ist also dein Problem. Dad hat uns nur Schulden hinterlassen. Ich bin gefahren, um Geld zu beschaffen. Ich wollte nicht, dass du deinen Hals riskierst, so wie ich und Pop. Donny, warum hast du mir das nie erzählt? Du hättest mir ohnehin nicht zugehört. Auf der Piste konnte ich wenigstens besser auf dich aufpassen. Ach. Du bist verrückt, Mann. Ey, ich kenn dich doch. Du bist kein verdammter Anfänger. Was? Fahr zur Hölle, alter Mann. Oh, okay, also die Zwischensequenz haben wir beim ersten Durchspielen von der Tour nicht gesehen. Also der Nick Landers ist unserem Bruder da offenbar nicht ganz so wohlgesinnt gewesen. Tja, aber wir haben ihn gerettet. Cool, also haben wir uns jetzt doch wieder vertragen. Das ist doch sehr, sehr schön. Und ja, wir haben tatsächlich 30 Punkte jetzt schon gesammelt. Das kann sich doch sehen lassen. Tja, da sieht man mal, was für ein Unterschied das macht, wenn man sowohl den Wagen schon kennt, als auch die Strecken und währenddessen noch nicht mal reden muss. Sich also komplett aufs
Renngeschehen konzentrieren kann. Also es macht schon einiges aus. So, nächste Strecke. Das ist die kurze Version von Brands. Die Strecke ist hügelig, daher muss das Auto hart gefedert sein, damit es nicht ausbricht. Harte Federung. Dann machen wir das. So, und wie bei den anderen Rennen auch, werde ich euch das wieder vorenthalten. Und zeige euch dann nur das Ergebnis hier von Brands Hatch Indy. Also bis gleich. So, nächstes Rennen. Ja, Ende des Rennens. Dritter Platz. Also diesmal kein erster Platz für uns. Naja, 4 Punkte. Okay. Natürlich deutlich weniger als 10, als was wir hätten bekommen können. Nick Landers hier auch wieder auf Platz 1. Aber okay. Mein 34 Punkte sind immer noch besser als auf jeden Fall das, was wir vorher in der gesamten Meisterschaft erreicht hatten. Da können wir trotzdem zufrieden sein. So, als nächstes geht's weiter mit Rockingham Oval. So, schauen wir mal. In diesem Oval gibt es leichte Steilkurven und lange Geraden. Ich denke, du solltest mit mittlerem Anpressdruck fahren. Okay, also wieder das Gleiche. Ich mache das wieder offscreen, also bis gleich, wenn dann die Ergebnisse kommen. So, und das nächste Rennen abgeschlossen. Wieder erster Platz. Jo. Sehr schön, also nochmal fette 10 Punkte gibt es dafür. Sean Staunton ist wieder hinter uns gelandet. 10 Sekunden Abstand vom Redwood Racing Team. Ja, und somit haben wir jetzt schon 44 Punkte. Also eine ganze Menge gesammelt. Tja, und das letzte Rennen, Catalunya. Ups, machen wir jetzt natürlich auch noch. Ja, Nick Landers natürlich startet er auf Position 1. Tja, und wir? Hallo, wo starten wir? Auf Platz 11. Warum das denn? Warum so weit hinten? Ist unfair. Catalunya beginnt mit einer langen Geraden, aber später erwarten dich einige enge Kurven. Wir sollten also die Bodenhaftung des Autos erhöhen. Okay, dann nehmen wir doch die Intermediates. Perfekt. So, und das letzte Rennen mache ich jetzt auch wieder offscreen, also bis gleich zu den Ergebnissen. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, ich war in einen heftigen Kampf hier verwickelt. Bin leider nur auf einem wirklich schlechten Platz ins Ziel gekommen. Ich wurde auch während des Rennens immer wieder von irgendwem überholt. Aber es gibt den goldenen Krug als Belohnung. Na, das freut mich doch. Ja, selbst Nick Landers ist ja nur 7 Sekunden hinter dem ersten ins Ziel gekommen. Auf Platz 5. Tja, und ich bin hier tatsächlich auf Platz 11. Im Ziel gelandet, 19 Sekunden Rückstand. Kein Punkt mehr für mich. Naja, trotzdem deutlich besser als unser erster Versuch hier bei der Meisterschaft. Ich glaube, da können wir zufrieden sein. Okay, so. Dann, was haben wir jetzt hier? Also wir haben jetzt 131 von 162. Ja, ist die Frage, können wir jetzt American All-Stars nochmal machen? Ja, Tatsache. Und zwar bei TSKN News. Hallo Ryan, wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Saison zu Beginn der American All-Stars-Serie Mitglied unseres Teams wären. Wir haben unseren 780 bps starken Chevrolet Monte Carlo mit RWD deutlich verbessert und dies sollte ein paar wirklich spannende Rennen ermöglichen. Damit es sich auch für Sie lohnt, biete ich Ihnen einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 200.000 US-Dollar, falls Sie mindestens 5 Podiumsplätze erreichen. Gruß, Hal Kennedy, RAS. Ja, ich würde sagen, damit beginnen wir in der nächsten Folge. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel dieser Folge wir bereits hinter uns haben.
Oder wollen wir vielleicht das erste Rennen noch machen? Ich glaube, das könnte noch reinpassen. Ja, das kann schon gut sein. Dann machen wir das noch. So, TSKN News. News Channel ist hier am Start. So, hier haben wir auch die neuen Strecken. Charlotte. Bristol Speedway. Sears Point kennen wir schon. Las Vegas ist auch neu. Ja, und dann nochmal die zwei. Also ich bin wirklich gespannt. Wir brauchen jetzt auch nur noch 31 Punkte. Also jetzt ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir es jetzt die Punktzahl erreichen, die wir brauchen für die nächste Gruppe. Und ja. Wageneinstellung. Das ist ein schneller Rundkurs. Vergiss die Bodenhaftung. Hier zählt nur die Geschwindigkeit. Wir stellen die Federung weich ein, damit du den Wagen gut durch die Kurven steuern kannst. Weiche Federung. Ne, nicht Bodenabstand. Weich. So, und diesmal mache ich auch eine Testfahrt. Vorher, wurde es jetzt übernommen? Ja. So, damit ich das besser einschätzen kann, wie der Wagen sich verhält und alles. Boah. Weil es scheint mir, als ob der Wagen dann doch. Der ist vor allem echt schnell, ne? 270 waren wir hier. 280. 290. Also hier den richtigen Bremspunkt immer zu finden. Ist gar nicht mal eine leichte Aufgabe. Und vor allem dürfen wir, glaube ich, nicht den Wagen beschädigen, weil sonst will der nämlich nicht mehr richtig lenken. Ja, so ist es. Okay, aber die Runde sind wir jetzt eigentlich schon ganz gut gefahren. Bis hierhin. Fahren wir mal die Runde noch zu Ende. Ja. Also das war eigentlich sehr gut. Sitzung beenden. Jawohl. Und dann fahren wir jetzt ins richtige Rennen. So, was sind eigentlich die Eigenschaften? 2,4 Kilometer, 32,02, schnellste Runde. Und bei Sonne. Okay, alles klar. Ryan? Ja? Schön, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Sie sind gegen meinen Vater gefahren, oder? Das ist schon lange her, junger Mann. Viele sind seitdem gekommen und gegangen. Aber keine McCains. Hey, Namen beeindrucken mich wirklich nicht die Bohne. Überzeugen Sie mich mit einer guten Leistung. Okay. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Bei der Testfahrt gerade eben habe ich ja schon gezeigt, was ich drauf habe. Aber jetzt muss mein Können natürlich auch mit Gegnern auf der Strecke gezeigt werden. Das ist natürlich ganz klar. So. So, da habe ich ihn ein bisschen beschädigt. Das tut mir sehr leid. Nicht. So, hier. Stark genug bremsen. Ist dann doch von Vorteil. So, momentan Fünfter. Wir fahren ja auch tatsächlich 10 Runden auf der Strecke. Tja, aber eine Runde ist hier natürlich auch nur gerade mal eine halbe Minute lang. Deswegen kann man das auch mal machen. Ja, wir fahren dann trotzdem 5 Minuten. Ist dann doch auch wieder relativ lang. Naja, ist eigentlich normal. So, hier werden wir jetzt überholt, ja? Ey! Aber abdrängen brauchst du mich nicht, ja? Ja. Da kann ich jetzt nichts für, dass er mich da an die Seite gedrängt hat. Mann, ey, das ist ärgerlich. Schon 8. Platz jetzt zurückgefallen. Mich würde eher mal interessieren, was die anderen so für Rundenrekorde aufstellen.
wie weit ich davon entfernt bin. Aber sowas wird mir ja gar nicht mitgeteilt hier. So, wir sind jetzt bei der Hälfte des Rennens. Die fünfte Runde. Ja, komm. Ach, wir halten die ganzen Leute hier hinter uns, aber ich weiß nicht, wie die da vorne so schnell sein können. Weil so schnell kann man nicht in die Kurve fahren, sonst kommt man da raus. Alter. Dann landet man in der Bande und das beschädigt den Wagen. Was wiederum dazu führt, dass man dann nicht mehr gut lenken kann. Also das war zumindest meine Erfahrung beim ersten Versuch in dieser Meisterschaft. Die Erfahrung möchte ich nicht unbedingt nochmal machen. Tja, also die ersten sieben Leute sind so weit weg jetzt inzwischen schon. Ja, klar. Und jetzt fahrt er einfach an mir vorbei, jetzt wo ich immer ein bisschen schneller durch die Kurve fahre. Dadurch weiter rausgetragen werde. Da können sie einfach innen vorbeifahren. Na klar. Tja, also, da bin ich machtlos. Oder fährt einfach mal außen vorbei. Ja, und innen auch. Gleichzeitig. Ja. So ist's richtig, Leute. Tja, und das passiert, wenn ich zu schnell fahre. Dann überholen mich die Leute. Also, schneller fahren darf ich nicht. Mann, das ist doch blöd, ey. Ich will nicht die ganze Zeit überholt werden. Jetzt werde ich hier langsam ein bisschen frustriert. Alter. Zwölfter Platz. Oh Mann, er ist doch widerlich hier. Was soll ich denn machen, Mann? Die gehen halt alle vorbei an mir, sobald ich ein bisschen schneller fahre. Und wenn ich zu langsam fahre, dann... Achso, die haben mich jetzt schon wieder fast überrundet hier, oder was? Nee. Also die ersten sind da ganz auf der anderen Seite schon. Boah, Leute, also das ist hart. Ich wusste jetzt nicht, wie ich da irgendwie besser sein soll. Ach, Nick Landers ist jetzt im Lab Reflex Audio Team. Okay. Interessant. Gut. Wir sind natürlich im TSKN News Team. 23 Sekunden hinter dem ersten. Tja, kein Punkt für uns. Okay, dann machen wir die nächste Strecke in der nächsten Folge. Und zwar Bristol Speedway. Auch schon wieder ein Ovalkurs, ey. Das gibt's ja nicht. Knapp 1 Kilometer, knapp 20 Sekunden ist die schnellste Runde. Sonnenuntergang. Okay. Dann geht's damit weiter in der nächsten Folge. Moment, die Wageneinstellung. Die Strecke ist ziemlich steil. Ich empfehle eine weiche Federung, damit du mit den Steilkurven klarkommst. Außerdem sollten wir den Anpressdruck erhöhen, damit du nicht in Schleudern gerätst. Den Anpressdruck. Abtrieb.
Aber Abtrieb, ist das überhaupt dasselbe wie Anpressdruck? Keine Ahnung. Machen wir mal hoch. Okay, dann mache ich wahrscheinlich auch wieder eine Testfahrt in der nächsten Folge. Ja, aber nicht jetzt. In der nächsten Folge geht es damit weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von DTM Race Driver und ciao.